ich glaube, es bleibt nicht aus. Und irgendwie, ich sag mal, als ich, Entschuldigung, oh, irgendwie ein Frosch im Hals. Ich sag mal, als ich aufgewachsen bin, groß geworden bin und so, war dieses Wort doch noch sehr, sehr negativ belastet. Und ja, ich wurde immer von meinen Eltern getrimmt. Ich weiß nicht, wurde ich darauf getrimmt? Kann ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ich glaube eher nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Auf jeden Fall, irgendwie ist mir das in Erinnerung geblieben. Oh mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Irgendwie ist mir das so in Erinnerung geblieben, dass man dieses Wort nicht sagen sollte. Aber ich, heutzutage gehört es, glaube ich, einfach zur Mode. Und du bist so auf dem Schulhof gar nicht mehr cool, wenn du nicht Scheiße in jedem zweiten Wort sagst. Glaube ich. Könnt mich korrigieren, aber mittlerweile ist das einfach so ein Ausdruck, der alltäglich geworden ist. Ja, ich weiß nicht, ich rede jetzt vielleicht auch so wie so ein alter Sack. Hoffe ich mal nicht, dass das so rüberkommt, weil dazu zähle ich mich überhaupt nicht. Ich meine, ich bin Mitte 20. Heißt, ja, ich bin in den 90ern aufgewachsen. Also ich habe noch so die ganzen Konsolen wie Super Nintendo und sowas alles mitbekommen, wie sich der ganze PC und das alles entwickelt hat. Also ich kenne das alles noch und Schwarz-Weiß und so weiter. Und wo man nur noch eine Kommandozeile hat, DOS, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand heute was sagt, also das kenne ich alles noch. Und ja, ich finde das einfach so erstaunlich, wie rasant die Technik alles, ja, was die Technik für eine Entwicklung genommen hat. Ich finde das einfach genial, was heute möglich ist, wo man vor 10 Jahren noch gedacht hat, das geht überhaupt nicht. Ja, früher war es so einfach, man hat so Fortschritt einfach erfunden, weil man es gebraucht hat und sich dadurch einfach Vorteile verschafft hat. Und heute ist Fortschritt eher einfach nur um des Fortschritts willen, einfach nur damit man was Neues erfinden kann und damit Geld scheffeln. Ja, es ist leider so. Aber ich meine, wolltet ihr das nicht auch so machen, wenn ihr irgendwas erfindet und seht, die Leute sind total begeistert davon und kaufen das? Also wer würde da Nein sagen? Also wer würde das nicht? Ja, jetzt habe ich mich hier wieder verquatscht. Ja, was meine Lieblingsbeschäftigung ist, verquatschen. Aber okay, jetzt kann ich ja, glaube ich, wirklich mal die Defensivfähigkeiten aufforsten, sozusagen. Ja, ich verquatsche mich gerne mal und passe da nicht richtig auf. Aber was zu erfinden, wäre schon nicht schlecht, wo man dann sagt, das könnte man verbrauchen, das könnten die Leute gebrauchen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man jetzt so mal sagt, iPad oder iPhone, iPod und so richtig brauchen, weiß ich nicht. Also, ganz ehrlich, für mich würde es auch ohne gehen. Es wird uns dann halt bloß propagiert, also sozusagen gesagt durch Werbung, Medien und so weiter, dass wir das brauchen unbedingt, um uns aufzuwerten. Aber ganz ehrlich, so wirklich den Nutzen, also Arbeitsnutzen, wofür der Computer ja mal eigentlich gedacht war, hat man nicht. Also der Computer ist immer mehr, sag mal so, zur Entertainment-Maschine vorkommen. Also man will immer mehr durch die ganzen Spiele, gehöre ich ja auch dazu. Ich spiele jetzt ja auch Spiele am PC. Aber eigentlich war es ja mal dazu da, um die Arbeit zu erleichtern. Um zu rechnen, ja. Ich weiß nicht, ob ihr noch so Leute kennt, aber ich kenne noch einige, die sagen zum Computer Rechner. Denn er macht eigentlich nichts anderes. Er rechnet. Auch wenn man das so auf dem ersten Moment nicht wirklich sieht. Eigentlich gibt es bei dem Computer nur zwei Zustände. 0 und 1. Also Strom fließt oder Strom fließt nicht. Also jetzt mal ganz salopp ausgedrückt. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also du hast auch bei einer 1 beziehungsweise mehr oder weniger Stromfluss. Und aus diesem Stromfluss werden dann Daten sozusagen zusammengestellt. Oder auch dicht. Also ich bin da jetzt nicht so total toll der Experte drinne, wie das alles aufgebaut wird, aber ich weiß, 8-Bit, oh Gott, nee, ich glaube, ich fange das hier lieber, ich weiß, einige von euch würde das sicher interessieren, aber ich habe so das Gefühl, ich verzettel mich hier immer mehr, also da muss ich mir das mal direkt aufschreiben, was ich hier sage, wenn euch, was ich hier sagen will zu dem Thema Bit und Byte Aufbau des PCs, wenn euch das interessiert, Ahnung davon habe ich schon, aber dann kann ich, oh Gott, ich verzettel mich hier dauernd, aber bei der Wärme ist
glaube ich, kein Wunder, dass da mein Maul so ein bisschen wie Pappe ist. Ja. Also da muss ich mich dann doch schon ein bisschen mehr konzentrieren und auch ein paar Stichpunkte dazu anfertigen, dass ich mich ja nicht so wirklich verzettel und vertue. Sagt mal, würdet ihr gerne was dazu wissen oder nicht? Ja, ich bin hierfür alles offen. Habe ich euch schon mal gesagt. Wenn ihr gerne über ein Thema quatschen wollt, kein Problem. Das sind ja mehr Monologe, die ich hier halte, meine eigene Meinung, wie ich sage. Aber ich bin auch gerne bereit zu diskutieren in den Kommentaren. Schreibt einfach, sagt mir, wie ihr es seht, was ihr davon haltet. Aber okay, das machen wir hier erstmal weiter. Die Götter mögen euch beschützen. Hast du meinen Wettstein diesmal gefunden? Da ist er wieder, mein geliebter Wettstein. Vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich endlich wieder vernünftig arbeiten. Oh, was haben wir denn hier eigentlich alles gekriegt? Schattenläufer, Verschwörer, Krieger, Kriegerbogenschütz. Aber wir haben noch Taschen frei. Ich will ja auch nicht ständig nach Marco rennen. Habe ich ehrlich gesagt keine Lust dazu, immer wenn die Tasche voll ist. Aber okay, das machen wir hier weiter. Damit wissen die Schwarzen Ritter, dass der Experimentierbericht sich in der Schlucht der Geheimnisse befindet. Wir können nur beten, dass sie ihn noch nicht gefunden haben. Vielleicht nutzen sie daher die Barracks, um uns abzulenken. Doch wir dürfen darauf nicht hineinfallen. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Vielleicht benötigen sie ein Seelenfragment, um an den Experimentierbericht zu gelangen. Das wird es sein. Sie müssen zurück in die Vergangenheit, um den Experimentierbericht zu finden. Zu der Zeit, als sich Redram und Moravia getroffen haben. Aber da du das Seelenfragment hast, das sie brauchen, kommen sie nicht dorthin. Du hast das Fragment von Kurg aus dem östlichen Ekelexia, oder? Damals haben sowohl das Unwetter als auch du die Pläne der Schwarzen Ritter gut durchkreuzt. Bald werden sie versuchen, an ein anderes Seelenfragment zu gelangen. Moravia hat uns eine Nachricht geschickt, dass eine Räuberbande beim Grab des noblen Schwertes und der Schlucht der Geheimnisse aufgetaucht ist. Da haben bestimmt die Schwarzen Ritter ihre Finger im Spiel. Geh sofort zu Ephelia an der Moravia-Festung, Mylos. Die Zeit drängt. Jo, mach ich doch. So, also, Moravia-Festung zu der Ophelia. Ist ein schöner Name, finde ich. Ophelia. Klingt so ein bisschen prophetisch. Spüre die Kraft der Natur. Aha, ein Naturgeist sozusagen. Du bist sicher Mylos, nicht wahr? Mir wurde gesagt, dass du kommst. Ich habe mit großem Misstrauen die Truppenbewegung in der letzten Zeit beobachtet. Wir müssen jetzt handeln, sonst ist alles zu spät. Der Graf hat die besten Wächter von ganz Hisote unter seinem Kommando in der Moravia-Festung. Wer dort arbeitet, kann zur Elite des Landes ausgebildet werden. Aber da nehmen sie Fremde nicht ernst. Wenn du dort also auf Probleme triffst, kann ich dir nicht helfen. Da solltest du dich mit den Wächtern dort anfreunden und ihr Vertrauen erlangen. Wenn du die Anerkennung von Kyrie erlangst, kannst du dir das bei den anderen sehr helfen. Du solltest stets darauf achten, dass sie dich nicht für einen Feigling halten. Verstanden? Klar, habe ich verstanden. Wie kann ich sie von meinen Fähigkeiten überzeugen? Geh zu Kyrie und sage, dass du sie unterstützen willst und dass du ein Bewunderer des Grafen bist. Versuche, möglichst selbstsicher aufzutreten. Ich wünsche dir viel Erfolg. Na, selbstsicher sind wir doch. Ich habe bereits von dir gehört, Mylos. Mal sehen, ob du wirklich so gut bist, wie alle behaupten. Na klar bin ich das. Was denkst denn du? Hier in der Moravia-Festung gibt es nur die Besten der Besten. Wir müssen auf alle Gefahren vorbereitet sein. Da ist das Leben hier sehr riskant. Willst du uns trotzdem helfen oder bekommst du schon Angst? Na, ich helfe euch trotzdem. Dann wollen wir einmal sehen, wie viel du kannst. Erzählen kannst du viel, ich will aber Beweise. Erst dann akzeptiere ich dich hier in der Moravia-Festung. Vor kurzem tobte ein riesiges Unwetter über Zentralexia im Norden der Moravia-Festung. Seitdem treiben Werwölfe in dieser Gegend ihr Unwesen und die Geister sind in Aufruhr. Da haben wir einige Schamanen dorthin geschickt, um die Geister zu besänftigen. Doch ich habe schon lange nichts mehr von ihnen gehört. Ich werde sie finden. Ich mag deinen Tatendrang, Mylos. Viel Erfolg. Okay. Hui, hui, Edeno. Mit denen haben wir doch schon mal... Ach, die sind weitergereist. Ah, Moment. Irgendwie ist mein Stuhl gerade nicht der beste. Ach, so, ich habe jetzt nämlich gerade ein Handtuch auf den Stuhl gelegt, weil ich echt ziemlich stark schwitze. Okay, aber mehr möchte ich jetzt nicht dazu sagen. Der eine oder andere kann sich vielleicht vorstellen, was ich damit meine. Ja, okay, dann reiten wir jetzt mal wieder etwas durch die Gegend. So, übrigens, ich habe ja mal vor einer Weile, ich kann jetzt nur sagen Weile, weil ich echt nicht mehr weiß, wann diese Folge war, beziehungsweise wann sie ausgestrahlt ist, ein paar Witze gemacht, verfasst, sozusagen. Ey, warum greifst du mich an? Das ist zwei sogar. Okay, den einen, den mache ich jetzt mal. Streuner Werwolf. So, wo war ich eigentlich gerade stehen geblieben? Ja, dass ich Witze erzählt hatte, den einen oder anderen. Und da habe ich jetzt ein kleines Witzebuch gefunden. Ja, eigentlich sind die meines Erachtens nach total schäbig. Wow. Aber immer wenn ich mal nicht so wirklich weiß, was ich quatschen soll, erzählen soll, werde ich mich dieses Buch und einige Witze daraus vorlesen. Versuchen oder nachzuerzählen, je nachdem. Aber erstmal muss ich diese Werwölfe... So, und jetzt
Doch, dorthin werde ich mich jetzt erstmal wieder mit meinem Reittier begeben. Und danach, kann man ja fast einen Song machen. Ja, also, okay, aber hier muss ich mich, glaube ich, jetzt doch ein bisschen mehr konzentrieren. Concentration. Aber die machen scheinbar nicht so viel Ärger. Es war halt bloß, weil auf einmal so viele von denen auf mich eingestürmt sind. So, ja, konzentrieren. Denn ich muss mich jetzt hier durchkämpfen, um dann Kyuhi... Ne, Kyuhi habe ich ja. Hui und Eldeno. Die hat man, glaube ich, schon mal. Hat man die nicht bei Sarnes da gerettet vor den Gremlins? Haben sie es also geschafft, rauszukommen? Boah, ist doch nicht alles umsonst. Kommt hier einer angerannt? Nein. Streuner, aber der kommt gleich angerannt. Ah, da haben wir ihn ja auch. Hui. Spüre die Kraft der Natur. Das Schicksal meint es gut mit mir. Du hast mich erneut gerettet. Klar. Das ist meine Hauptaufgabe. Danke, dass du mich gerettet hast. Haben wir uns schon mal gesehen? Du kommst mir bekannt vor. Ja, wir haben uns schon mal gesehen. So, na dann. Oh ne, 2 gegen 1 ungefähr. Ich glaube, wir haben noch einen Sattel in petto. Müsste ich mal gucken. Jawohl. Ich will nämlich ein bisschen schneller reiten. Das ist mir zu lahm. 155 ist zwar nicht so viel schneller, aber wie ihr vor uns gesehen habt, war das ja vorhin 140, jetzt sind es 155%. Also von der normalen Geschwindigkeit, die ich sonst mit meinem Reittier habe. Also normalerweise sind es 140%. Ich laufe 100, also nochmal 40% drauf und dann nochmal, jetzt sind es nochmal 15. Also nicht wirklich so die Geschwindigkeitsverbesserung, aber ein bisschen ist es schon. Oh, mir juckt das Auge. So, was sagt uns? Das ging schneller, als ich dachte. Wie geht es denen so? Schau mal. Och, ganz gut, denke ich. Sie sind in Sicherheit. Sehr gut. Du hast mich nicht enttäuscht, Mylos. Du bist mutig. Und bist tatenkrank. Das gefällt mir. Es wäre mir eine Ehre, Isolde zusammen mit dir zu beschützen. Und streckt uns die Hand aus. Das freut mich, aber entschuldige mich bitte für eine kurze Zeit. Ich habe noch etwas bei Ophelia zu erledigen. In Ordnung, ich habe hier auch viel zu tun. Ich zähle auf dich, Mylos. Nichts. Es hat funktioniert und du hast Qs Vertrauen erlangt, hervorragend. Ah, na, mir ist doch jeder erlegen. Dann können wir unsere Arbeit fortsetzen. Im Süden der Moravia-Festung liegt das Grab des noblen Schwertes. Dort haben sich die Schamanen von den Angriffen der Barks versteckt. Dort findest du auch Krona. Ich habe gehört, dass er seltsam und unheimlich seit dem Unwetter geworden ist. Daher gehe ich davon aus, dass er von den Schwarzen Rittern kontrolliert wird oder mit ihnen arbeitet. Wir müssen sicher sein, ob das stimmt. Von nun mutig sucht Krona nach einem weiteren Seelenfragment und hofft es bei den Barks zu finden. Gehe daher zum Grab des noblen Schwertes und überwache Krona, Mylos. Wenn es zu gefährlich wird, töte ihn. Alles klar. Wir müssen uns beeilen, um mehr Seelenfragmente zu finden und somit als erste